Anna Biselli ist wahrscheinlich den meisten hier schon bekannt, einerseits von ihren, Blogbeiträgen auf Netzpolitik.org zu Technik, zu Datenschutz, in letzter Zeit auch sehr viel zu Überwachungsgesetzen. Und die wird jetzt für uns einen Rückblick auf die Große Koalition werfen, auf die letzten 4 Jahre, was es zu Netzpolitik gab, uns nochmal einen kleinen Überblick geben über das, was sie ja berufsmäßig zum Glück für uns verfolgt hat. Bist du da? Bist du da? Sehr gut. Dann, bitteschön, du kriegst hier das andere Mikro. Wunderschön. Jo. Das auf dem Bildschirm sieht komisch aus, aber das hier sieht okay aus. Na gut. Genau, also eigentlich steht da ja netzpolitischer Rückblick, aber im Endeffekt war es ein bisschen schwierig, was Positives oder was Schönes zu finden. Ich habe es versucht, ich habe ein paar Sachen gefunden. Und wir müssen sagen, am Anfang dieser Großen Koalition vor so 4 Jahren waren wir so ein Teil optimistisch. Weil es gab ja dann plötzlich diese Verlautbarung, man hatte diskutiert, ob man sowas wie einen Internetminister will oder nicht. Und dann hat man gesagt, naja, wir machen zumindest mal einen Bundestagsausschuss für die digitale Agenda. Und aber diese, sag ich mal, Freude darüber, dass dieses Thema einen eigenen Ausschuss bekommt, war relativ schnell wieder getrübt. Nämlich zum einen dadurch, dass man gesagt hat, dieser Ausschuss wird nicht federführend sein. Das heißt, er wird quasi nicht federführend für bestimmte Gesetzentwürfe sein. Und zum anderen, dieser Ausschuss wird einfach nicht öffentlich tagen. Das war so ein bisschen so der erste Schlag ins Gesicht, und dann hat der Vorsitzende des Ausschusses auch noch gesagt, naja, wir sind hier kein Community-Bespaßungsausschuss. Das heißt, die Community, die digitale Community oder die Netzgemeinde, was auch immer das sein mag, war quasi nicht unbedingt das, was der Ausschuss unterhalten wollte, und so haben wir auch nicht viel aus diesem Ausschuss mitbekommen. Es gab ein paar einzelne, wenige öffentliche Sachverständigenanhörungen, aber ansonsten wissen wir fast nicht, was dieser Ausschuss getan hat, und so besonders viel Wirksames scheint da auch nicht rausgekommen sein. Dann als nächstes kam die digitale Agenda, in der sich die Bundesregierung mehr oder weniger Ziele formuliert hat, die sie eben von 2014 bis 2017 umsetzen will. Und da sehen wir auch, sag ich mal, einen Teil der Internetminister, das heißt die Minister, die sich so ein bisschen diese digitalen Geschichten unter sich aufteilen, nämlich den Verkehrsminister, der auch für die digitale Infrastruktur zuständig ist, einen Wirtschaftsminister und einen Innenminister. Und in dieser digitalen Agenda wurden massenweise schöne Ziele formuliert. Zum Beispiel hieß es damals, glaube ich, wir wollen Breitband mit 50 Mbit die Sekunde bis 2020. Oder nee, ich glaube, damals war noch 2018. Dann hat man gesagt, naja, 2020. Dann hat man gesagt, naja, vielleicht schaffen wir das auch nicht mehr, machen wir das lieber 2025. Und die Art und Weise, wie man dann eben in diesen Breitbandausbau investiert hat, ist auch ein bisschen fragwürdig, weil man gesagt hat, naja, das mit dem Glasfaser, mit den Investitionen ist ja ganz schön teuer, dann müssen wir das lieber in Vectoring stecken, das heißt, wir stecken weiter Geld in irgendwelche Kupferkabel und bleiben bei diesem Glasfaseraufbau immer noch auf dem vorletzten Platz innerhalb der EU. Aber ich habe überlegt, ich konzentriere mich ein bisschen mehr auf die ganzen Überwachungsthemen, weil es einfach ein viel zu großes Feld ist, alles zu bewerten, was die Bundesregierung so getan hat. Und dazu wird es auch in Kürze nochmal einen relativ ausführlichen Beitrag bei uns geben. Und ein großer Teil eben dieser digitalen Agenda war auch, wir wollen Deutschland zum Verschlüsselungsstandort Nummer 1 machen. Das heißt, man hat sich vorgenommen, Deutschland soll quasi der Vorreiter sein, wenn es um Verschlüsselung geht. Und zwar eben in der Forschung, aber auch darin, seinen Bürgerinnen und Bürgern Verschlüsselung zugänglich zu machen, möglich zu machen, dass alle Ende zu Ende verschlüsselt kommunizieren und Dinge so abzusichern, dass die Bürgerinnen und Bürger geschützt sind. Die Frage ist, was ist daraus geworden? Es gab dann CITES, die Entschlüsselungsbehörde. Also ich habe Ewigkeiten darauf gewartet, dieses Bild zu verwenden, weil eigentlich, also ich kann es eigentlich nicht ganz korrekt machen, aber ich dachte, hier kann ich das mal machen, weil hier gibt es keine komischen, missmutigen Kommentatoren wie bei uns auf dem Blog. Und zwar das sind CITI. CITI ist eine Nudelform. Aber leider ist der Plural von CITI und nicht CITES, deshalb kann man das auf uns auf dem Blog einfach nicht verwenden. Aber genau, das haben wir gekriegt, wir haben eine Entschlüsselungsbehörde gekriegt. Wir haben eine Behörde bekommen, die daran forschen soll, wie man Kommunikation entschlüsseln kann, wie man Verschlüsselung umgehen kann, brechen kann und die dann eben die Anstrengungen von zum Beispiel dem Verfassungsschutz, dem BND, verschiedenen Landespolizeibehörden zusammenführen soll, um Verschlüsselung zu schwächen und nicht eben zu stärken. Und natürlich, wenn man dann irgendwas gefunden hat, um die Verschlüsselung zu schwächen oder zu umgehen,
ist es nicht so, dass man diese Sicherheitslücke schließen würde oder das besser machen würde, um eben allen zu mehr Verschlüsselung zu verhelfen oder zu sicherer Kommunikation, sondern sie eben auszunutzen, um Kommunikation von anderen mitzulesen und mitzuhören. Aber gehen wir ein bisschen chronologisch vor. Im Juni 2015 kam das sogenannte IT-Sicherheitsgesetz. Damals haben wir gesagt, dieses IT-Sicherheitsgesetz hat zwar ein paar nette Ziele, aber ist mehr oder weniger ein Papiertiger und dazu verurteilt, mehr oder weniger unwirksam zu sein. Da ging es eben darum, dass man die kritischen Infrastrukturen schützen wollte. Also kritische Infrastrukturen, das ist sowas wie ein Stromnetz, das sind sowas wie Atomkraftwerke, also Dinge, wenn die ausfallen würden oder wenn die Opfer von irgendeinem großen Cyberangriff geworden wären, wäre so das öffentliche Leben massiv gestört zumindest. Und da hat man sich gedacht, naja, um das irgendwie zu stärken, diese Sicherheit, erlassen wir ein paar Regeln. Und zwar die eine Regel, dass das mit der Sicherheit in den Unternehmen immer auf dem Stand der Technik sein soll. Das war schon das erste Problem, wenn man sagt, okay, so Stand der Technik, was soll denn das überhaupt, was ist das? Und dann wurde immer wieder gesagt, naja, wir wollen das Gesetz technologieneutral halten, sonst ist es ja gleich wieder veraltet. Aber auf der anderen Seite hat man dann eben auch keine wirksamen Sanktionierungsmöglichkeiten geschaffen. Das heißt, man sagt in diesem Gesetz eigentlich nur, so, es wäre jetzt schön, wenn ihr euch ein bisschen drum kümmert, dass eure Systeme sicher sind. Aber wenn es halt nicht so ist, dann, naja, passiert halt auch nichts. Und dann hat man gesagt, um mehr IT-Sicherheit zu bekommen, führen wir eine Meldepflicht ein. Und diese Meldepflicht ist aber leider anonym. Das heißt, Unternehmen, wenn sie Opfer eines Sicherheitsvorfalls geworden sind, sollen sie das ans BSI melden, müssen aber nicht angeben, wer sie sind, sondern eben nur erstmal angeben, dass sie Opfer geworden sind. Das ist ein riesiges Problem und in dem Sinne sehr unternehmensfreundlich, weil man dann eben keinen Image-Schaden zu befürchten hat, wenn man sich nicht ordentlich gekümmert hat und dann Opfer von einem Sicherheitsvorfall geworden ist. Und ich erinnere mich noch, ich war bei einem Pressegespräch zu dem Thema und meinte dann so, es gibt ja in diesem Gesetz Ausnahmen von der anonymen Meldepflicht, wo dann mit Namen gemeldet werden muss und wo greift denn diese Ausnahme? Weil im Gesetz steht nur bei erheblichen Sicherheitsvorfällen. Und dann meinte der Pressesprecher ziemlich trocken, naja, also die Ausnahme von dieser Meldepflicht, wenn die anonym ist, ist dann, wenn überall das Licht ausgeht und jeder sowieso merkt, welcher Stromversorger betroffen ist. Also das heißt, das ist irgendwie so eine relativ unwirksame Geschichte und dann hat man später versucht, dieses IT-Sicherheitsgesetz noch mehr aufzubohren. Das war dann 2017, vor kurzem erst. Aber damit hat man die Welt auch nicht unbedingt sicherer gemacht, sondern man hat, ja, der Kern dieses Gesetzes ist, dass man Providern die Möglichkeit gibt, Steuerdaten auszuwerten, sogenannte Steuerdaten, um IT-Sicherheitsvorfälle zu behandeln. Und da war nicht so richtig klar, was das ist, weil in dem Gesetz selber findet sich keine valide Definition von dem, was Steuerdaten sind. Und wir finden in keinem anderen Gesetz irgendeine Definition von diesem Begriff. Zum Beispiel, wir wissen, was Verkehrsdaten sind und wir wissen, was Bestandsdaten sind, aber Steuerdaten ist einfach ein bisschen schwierig. Und es geht im Kern darum, zu erkennen, welche Arten von Verkehren da laufen und bestimmte von diesen Verkehren auch sperren zu können. Das heißt, man hat so eine Art, ja, die Packet Inspection Lite. Und das Ganze soll dann dazu helfen, wenn man eben Probleme hat, bei denen irgendwelche Internet-of-Shit-Geräte DDoS-Angriffe machen, dass man dann einfach diese Geräte vom Netz nehmen kann. Das heißt, die Telekom sieht dann, okay, da kommt eine bestimmte Art von Traffic über die Leitung. Ob sie das jetzt mit der Analyse von Portnummern oder was auch immer machen, steht da nicht. Und dann können sie eben sagen, wir greifen ein und verbieten diesem Gerät quasi mit uns zu reden. Das ist ein massiver Eingriff, weil das eben dann nicht nur dafür genutzt werden kann, irgendwelche Internet-of-Shit-Geräte zu nehmen, sondern eben auch, na, man kann halt gucken, sind jetzt Torrents erwünscht, sind andere Dinge nicht erwünscht. Man schafft damit quasi eine gesetzliche Grundlage oder einen ersten Schritt für eine Infrastruktur, die man überhaupt nicht haben will. Abgesehen davon, dass es vielleicht sinnvoller wäre, Regeln zu erlassen, dass Internet-of-Things-Geräte vielleicht sicherer werden sollten, dass es eine Produkthaftung gibt, aber wir machen das erstmal mit einer, sag ich mal, unterschwelligen Ausweitung von der Überwachungsbefugnis. Genau. Apropos Überwachungsbefugnis, wir haben die Vorratsdatenspeicherung wiederbekommen. Das war im Dezember 2015 schon. Die Speicherpflicht wäre theoretisch jetzt zum 1. Juli in Kraft getreten. Sag ich mal, eigentlich ist sie das auch, aber doch nicht so richtig, weil dadurch, dass einige Leute sich gewehrt haben, ist es dazu gekommen, dass die Bundesnetzagentur jetzt gesagt hat, wenn ihr jetzt nicht speichert, dann bekommt ihr keine Strafe. Das heißt, sie hat nicht gesagt, wenn ihr müsst nicht speichern, sondern sie hat gesagt, ihr bekommt keine Strafe. Und die Gerichte haben halt sich relativ eindeutig geäußert bisher. Das heißt, das Oberverwaltungsgericht NRW hat gesagt,
Wir finden, die Vorratsdatenspeicherung ist europarechtswidrig, was nach diversen Urteilen des Europäischen Gerichtshofs auch nicht besonders verwunderlich ist, weil die deutsche Vorratsdatenspeicherung einfach keine Einschränkungen enthält auf Daten, die in Bezug zu schweren Straftaten stehen. Das heißt, wir speichern einfach alles. Und der EuGH hatte gefordert, dass die zumindest räumlich eingeschränkt werden oder auf einen bestimmten Personenkreis eingeschränkt werden oder eben zeitlich begrenzt werden. Aber nichts davon ist im deutschen Gesetz drin. Deshalb hoffen wir, dass die Vorratsdatenspeicherung mal wieder vom Bundesverfassungsgericht gekippt werden wird. Wir wissen nicht, wann die Urteile oder die Entscheidungen zu erwarten sind in den ganzen Verfassungsbeschwerden. Und dann kann man natürlich hoffen, dass die Vorratsdatenspeicherung nicht immer wieder wie so ein Zombie aufersteht, sondern dass sie dann vielleicht endlich mal wirklich tot ist. Geht weiter. Im Juli 2016 kam das, genau, könnt ihr lesen, Gesetz zum besseren Informationsaustausch bei der Bekämpfung des internationalen Terrorismus oder kurz Antiterrorpaket. Das hat uns beschert, dass wir seit 1. Juli keine anonymen SIM-Karten mehr kaufen können. Das heißt, man muss sich jetzt mit einem Ausweis registrieren. Das läuft so, dass man entweder im Laden schon den Ausweis vorlegt oder per Videochat dann seinen Ausweis in die Kamera hält und dann geprüft wird, ob man es wirklich ist oder per Postident dann die Sachen hinschickt. Das heißt, anonyme Mobiltelefonie oder beziehungsweise pseudonyme Mobiltelefonie ist damit auch ziemlich aus dem, ja, so aus der Diskussion raus, weil man eben gesagt hat, man will eine Sicherheitslücke schließen. Aber leider hat die Europäische Kommission schon 2013 gesagt, naja, also in den Ländern, wo anonyme SIM-Karten nicht mehr zu haben sind, merkt man jetzt nicht, dass das irgendwas dazu beiträgt, dass man Terrorismus besser bekämpfen könnte. Aber ist egal, faktenorientiert brauchen wir nicht. Außerdem hat man gesagt, naja, ihr dürft jetzt auch ganz viele lustige Dateien einrichten und die Daten fröhlich mit anderen Geheimdiensten von anderen Ländern teilen. Und ihr dürft das nicht nur machen, ihr dürft dann auch sogar schon mal Kinder ab 14 Jahre darin speichern. Also bisher war so ja, die Altersgrenze bei 16 Jahren, da hat man gesagt, die ganzen kleinen Kinder sind einfach furchtbar gefährlich. Machen wir jetzt ab 14, weil das sind ja alles terroristische Schläfer und die sind alles, also brauchen wir jetzt auf jeden Fall Jugendliche ab 14 Jahren in terrorverdächtigen Dateien international mit Geheimdiensten ausgetauscht. Es geht weiter im Oktober 2016 mit der BND-Reform. Wir hatten ja oder hatten diesen netten Untersuchungsausschuss, diesen NSA-Untersuchungsausschuss, den wir begleitet haben, wo diverse Rechtsverstöße des BND und anderer Geheimdienste ans Licht gekommen sind. Und dann hat man sich gedacht, naja, wenn da so viele Rechtsverstöße, das ist ja alles ziemlich unangenehm, also legalisieren wir den ganzen Kram einfach und sagen dann, okay, ihr müsst euch jetzt keine lustigen Rechtstheorien mehr ausdenken, dass Frankfurt im virtuellen Ausland liegt, weil da ja auch Datenverkehr aus dem Ausland drüber geht, oder dass es eine Weltraumtheorie gibt, weil die Daten an den Satelliten, die sind ja im Weltraum und da gelten keine deutschen Gesetze. Wir machen das jetzt einfach so, dass ihr im Inland ganz legal die Verkehre abgreifen könnt und noch einige weitere nette Dinge, die Skandale waren, aber jetzt keine mehr sein dürfen, weil eben dieses Gesetz das alles legalisiert. Das heißt, es ist so ein Geschenkpaket an den BND. Ganz plakativ dazu ist vielleicht der Ausschussvorsitzende Patrick Sensburg hat sich ja dreistet, vor Erscheinen des Abschlussberichts ein Buch rauszubringen, in dem er seine eigenen Erfahrungen aus diesem Untersuchungsausschuss schildert und diverse Dinge erzählt, wie doof die Opposition so war und dass sie zu viele komische Serien geguckt hat. Und unter anderem ist in dem ersten Kapitel von seinem Buch drin, na, dieser NSA-Untersuchungsausschuss, das war ja nie ein Ausschuss quasi, um den BND zu bestrafen. Das war ja von Anfang an als BND-Ertüchtigungsausschuss gedacht. Also da sieht man schon so ein bisschen, was das Selbstverständnis von diesen Menschen ist. Jeder Überwachungsskandal bringt uns quasi mehr Befugnisse für die Geheimdienste und nebenbei auch noch ein bisschen mehr Geld, damit sie ihre Projekte durchziehen können. Es geht weiter. April 2017. Jetzt beginnt so ein bisschen die Phase, wo alles Schlag auf Schlag kam. Das heißt, wo extrem viele überwachungsrelevante Gesetze auf einmal verabschiedet wurden. Und im BKA-Gesetz ist eine Ausweitung der elektronischen Fußfessel für sogenannte Gefährder drin. Das heißt, bisher war es so, dass elektronische Fußfesseln ja eigentlich schon ein ziemlich krasses Mittel sind, um die Bewegungsfreiheit von Leuten zu beschränken und das in sehr wenigen Fällen gemacht wurde. Ich glaube, es gab so 100 in ganz Deutschland. Und jetzt hat man die Voraussetzungen dafür gesenkt. Jetzt geht es eben nicht nur darum, dass Leute, sage ich mal, schlimme Dinge getan haben müssen, sondern dass es reicht, wenn man den Verdacht hat, dass sie die in Zukunft tun könnten und dass die Dinge, die sie planen, eben nicht mehr mit einer Freiheitsstrafe von mindestens 3 Jahren, sondern vielleicht auch schon ab einer zu erwartenden Freiheitsstrafe von 2 Jahren belegt werden, um dann eben
Leuten massenweise diese Fußfesseln ans Bein zu binden. Obwohl man vielleicht auch bei Terroranschlägen, an die man sich so erinnert, es konnten Täter auch mit Fußfessel am Bein. Man weiß nicht, was das bringen soll, außer einer Beruhigungspille für eine Bevölkerung, die sich davon beeindrucken lässt. Es geht weiter mit einem sehr schönen Titel, finde ich, mit dem Videoüberwachungsverbesserungsgesetz, mit dem man Grundlagen dafür geschaffen hat, dass man die Videoüberwachung im öffentlichen Raum erweitern kann. Das heißt eben nicht mehr nur in Bahnhöfen und so weiter und so fort, sondern einfach auch, dass man sowas wie eine polizeiliche Videoüberwachung in Einkaufszentren machen kann, in Museen, Schwimmbädern. Das heißt, das ist damit alles lustig und möglich. Außerdem dann noch die ganzen Bodycams für die Polizisten bzw. körpernah getragene Kameras, die natürlich nur zum Schutz von Leib und Leben dienen sollen. Aber in manchen Bundesländern, gerade wo die auch Tonaufnahmen konnten, wurden die teilweise schon zur Verfolgung von Beleidigungsdelikten eingesetzt. Also es ist alles ganz wichtig gegen den Terrorismus. Aber wenn dann einfach mal jemand sagt, doofer Bulle, dann kann man da im Zweifelsfall auch mit dem, ja, mit der Bodycam und der dazugehörigen Tonaufnahme, die gibt es aber, glaube ich, nur in Hessen oder in irgendeinem anderen Bundesland. Baden-Württemberg? Okay. Also kann man dann machen, braucht man alles gegen Terror. Es geht weiter, immer noch im Mai 2017, das Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht. Da geht es eben wie bei relativ vielen Überwachungsgesetzen gegen Geflüchtete. Und dieses Gesetz legt fest, dass man auch die Telefone von Geflüchteten durchsuchen darf, wenn nicht ganz klar ist, wo die Leute eigentlich herkommen. Das heißt, wenn man sagt, okay, wir haben irgendeinen Zweifel daran, dass die Person wirklich aus dem Land kommt, wo sie angepeert zu kommen, oder die Person hat keinen Ausweis dabei, dann gucken wir uns das Handy der Person an, laden uns da alle lustigen Daten runter, gucken, mit wem hatte die Person Kontakt, wo hat die Person hintelefoniert, und dann kann man vielleicht nebenbei auch noch ein paar, ja, sogenannte Schleuser festnehmen. Und es wurde dann ganz oft gesagt, naja, dieses Gesetz soll das letzte Mittel sein, das man eben hat, wenn man überhaupt nicht weiß, wo die Leute herkommen. Dann gab es eine Pressekonferenz, wo einer der Sprecher des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge da hat durchscheinen lassen, naja, aber es wäre ja eigentlich auch ganz nett, das standardmäßig zu machen, dann würden wir uns eine Menge Arbeit sparen. Wissen, das BAMF hat so ein paar Personalprobleme, also vielleicht, ja. Ist ein Problem. Ein anderes Gesetz, das ich gar nicht explizit aufgeführt habe, ist das sogenannte Datenaustauschverbesserungsgesetz. Das bezieht sich auch auf Geflüchtete. Da wird dann eben das Ausländerzentralregister massiv ausgebohrt, in dem die Daten über die ganzen Leute drin sind, wo jetzt noch mehr Daten reinkommen. Das heißt, da kommen Daten zu ihrem Gesundheitszustand rein, da kommen Daten rein, welche Sprachkurse sie absolviert haben, wo sie gearbeitet haben und so weiter und so fort. Und es ist nicht nur so, dass die Polizeien Zugriff auf diese Daten bekommen, sondern man kann sich für einen sogenannten automatisierten Abruf bewerben als Behörde. Und da haben jetzt mittlerweile sich, glaube ich, der Stand von letzter Woche war, über 2000 Behörden erfolgreich angemeldet. Dazu gehören Jobcenter, dazu gehören Gesundheitsämter, dazu gehören wirklich so ziemlich alle. Das heißt, kann man einen riesigen Datentopf schaffen, kann man ganz viele Datensätze drin speichern und einfach mal allen Zugriff drauf geben. Also das Innenministerium schätzt, oder das Bundesverwaltungsamt schätzt, dass insgesamt 6000 Behörden zugriffsberechtigt werden. Das heißt, dann hat man wirklich 6000 Stellen, wenn die das alle wollen, die dann auf so einen massiven Datentopf von Daten von Geflüchteten zugreifen können. Und fragt man sich halt, naja, was braucht das, weiß ich nicht, Gesundheitsamt für Informationen darüber, welche Sprachkurse die Person absolviert hatten. Das Missbrauchspotenzial ist einfach extrem hoch, wenn man sich überlegt, dass in der letzten Zeit so ein paar komische Nazis bei irgendwelchen Organisationen aufgetaucht sind, zum Beispiel beim BAMF, und dann eben vielleicht daran interessiert werden könnten, wer wo wohnt und was macht. Geht weiter. Im Juni 2017 gab es das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2016/681 oder auch die Fluggastdatenspeicherung. Damit hat man eine EU-Vorgabe umgesetzt, dass man Fluggastdatensätze erheben muss, in denen bis zu 60 Einzeldaten gespeichert sind. Zum Beispiel auch, wer hat neben wem gesessen, wann ist die Person wohin geflogen, mit welchen Zwischenstopps und so weiter und so fort. Aber Deutschland hat das Ganze noch ein bisschen, sage ich mal, ja, auf die Spitze getrieben, indem sie gesagt haben, wir machen nicht nur das, was die EU uns vorgibt, wir gehen noch ein bisschen weiter. Weil eigentlich hatte die EU gesagt, ihr müsst die Daten von den Leuten speichern, die von Nicht-EU-Ländern in die EU einreisen und umgekehrt, und müsst sie dann übermitteln. Aber Deutschland hat sich gesagt, naja, da können wir auch einfach gleich alle nehmen, und dann nehmen wir einfach alle Fluggastdatensätze von Bewegungen zwischen Ländern, egal ob EU oder Nicht-EU. Aber dazu gab es ja auch schon mal Vorträge, kann man sich dann noch mal anhören.
immer noch Juni 2017, dann gab es das Gesetz zur Förderung des elektronischen Identitätsnachweises, also dem E-Perso. Und da ging es zunächst mal darum, dass man diesen Chip auf dem E-Perso standardmäßig aktiviert bzw. verpflichtend aktiviert und den nicht mehr abschalten kann, weil man gemerkt hat, so richtig begeistert ist von diesem Ding niemand und die Leute, die das anschalten lassen, sind extrem wenige und dann kriegen wir ein Problem mit diesen ganzen tollen neuen Geschäftsmodellen, die wir uns da überlegt haben. Das klappt so alles nicht, also machen wir einfach mal ein Gesetz, in dem wir sagen, das Ding ist jetzt an und ihr könnt nichts mehr dagegen tun. Und weil das so praktisch ist, machen wir da noch einen automatischen Zugriff aller Geheimdienstbehörden auf die Passfotos rein. Also man hat dann gesagt, na gut, kriegen die Geheimdienste eben Zugriff auf diese Passdinger. Aber naja, weil die Geheimdienste ja Sicherheitsbehörden sind und der Begriff Sicherheitsbehörde ja ein ziemlich weiter Begriff ist, kriegen den auch noch andere, zum Beispiel die Steuerfahndung oder das Zollkriminalamt. Das heißt, da können jetzt ganz viele nette Leute ohne Probleme automatisch auf biometrische Daten aus einem Ausweis zugreifen. Und man fragt sich, ob das, was wieder mit Terror gerechtfertigt wird, dann eben für die Steuerfahndung so relevant ist. Weil die eigentliche Rechtfertigung, die man dann hatte, war, naja, und wenn wir dann diese Daten vom Meldeamt wollen, und das Meldeamt hat ja so Öffnungszeiten, und wenn das Meldeamt gerade zu hat und da ist ein Terroranschlag, und dann kriegen wir ja nicht raus, wer das ist, wenn wir da so ein Bild haben. Deshalb brauchen wir das jetzt immer und deshalb brauchen wir das einfach für alle Behörden. Genau. Nächstes Gesetz. Immer noch im Juni 2017. Es ging dann Schlag auf Schlag. Man hatte nicht mehr viel Zeit bis zum Ende der Legislatur. Dann kam das Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuchs, des Jugendgerichtsgesetzes, der Strafprozessordnung und weitere Gesetze. Da ging es erstmal eigentlich darum, den Führerscheinentzug als Nebenstrafe einzuführen. Das heißt, man hat sich gedacht, wenn Jugendliche komische Dinge machen, die nicht erwünscht sind, dann ist es ja eigentlich ganz praktisch zu sagen, man dürfte nicht Auto fahren, weil Autofahren, das mögen Jugendliche und wir sind in Deutschland und Autofahren, das mögen Leute generell. Und dann kann man ja dadurch ein bisschen Druck aufbauen. Und dann haben sie einen Stunt gebracht, den ich wirklich sehr, sehr beeindruckend finde und extrem kreativ. Sie haben also in dieses Gesetz durch eine Formulierungshilfe der Bundesregierung einen Staatstrojaner reingebracht. Also das ist wirklich eine deutliche kreative Leistung. Und haben dann eben gesagt, naja, verstecken wir eben in diesem Gesetz den Zugriff auf die private Kommunikation der Menschen, nicht indem wir Verschlüsselung brechen, weil das wollen wir ja nicht, weil die Bundesregierung setzt sich ja für sichere Kommunikation ein, nee, indem wir einfach die Daten abgreifen, bevor sie verschlüsselt werden können. Weil man hat ja ein Problem, sogar WhatsApp verschlüsselt jetzt den ganzen Kram und dann kommunizieren die ja alle irgendwie ganz doll verschlüsselt und dann kommen wir an die Daten von den Bösen ja gar nicht mehr ran. Und deshalb brauchen wir das jetzt. Es geht weiter, genau. Einer der letzten Punkte war noch, jetzt nicht unbedingt überwachungstechnisch so relevant, aber auf anderer Ebene eben heiß diskutiert, da kommt ja später auch noch ein bisschen was zu, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, mit dem jetzt eben in großem Maße damit zu rechnen ist, dass soziale Medien Posts löschen, weil sie Angst davor haben, sanktioniert zu werden, wenn es eben um angebliche Hate Speech oder Fake News geht. Dann ist die Frage, was gab es denn Positives? Wir haben lange überlegt, wollten aber dann doch noch ein bisschen was finden. Und unter anderem gab es das dritte Gesetz zur Änderung des Telemediengesetzes. Da kommt später auch noch ein bisschen was zu. Im Klartext heißt das die Abschaffung der Störerhaftung. Und das war so gut, das hat man nicht nur einmal gemacht, das hat man gleich zweimal gemacht. Weil das hat man eigentlich letztes Jahr schon mal probiert. Und dann hat man gemerkt, naja, da bleiben ja noch so ein paar Rechtsunsicherheiten und das führt jetzt gerade trotzdem irgendwie nicht dazu, dass die Cafés alle ihre WLANs aufmachen, weil sie doch noch Angst davor haben, eben abgemahnt zu werden. Das hat man jetzt nachgebessert und das ist auch einigermaßen okay. Es besteht weiterhin die Rechtsunsicherheit, dass Betreiber von Seiten, auf denen eben Urheberrechtsverstöße festgestellt werden, dass Betreiber von offenen WLANs dazu aufgefordert werden können, Seiten zu sperren, die dazu verleiten, Urheberrechtsverstöße zu begehen oder so, aber das kriegt ihr gleich nochmal besser erzählt, glaube ich. Aber ansonsten ist das eigentlich schon ein ganz guter Erfolg. Und dann gibt es noch das Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen. Das ist das Gesetz, mit dem der Routerzwang zur Endgerätefreiheit wurde. Das heißt, man darf sich jetzt zumindest theoretisch seinen Router selbst aussuchen. Vorher konnte einen der Provider dazu zwingen, den vorgefertigten Router zu nehmen, den sie einem angeboten haben. Das ist schon mal ein ganz guter Schritt. Klappt in der Realität noch nicht ganz so genau. Ich habe mir das heute nochmal angeschaut in dem Zuge. Eben die Provider oder die Anbieter
haben dann doch noch ihre Druckmittel, um Kunden dazu zu bewegen, die Router zu nehmen, die sie ihnen vorschreiben wollen, indem sie zum Beispiel sagen, naja, wenn du unseren Router nimmst, dann hast du 2 Telefonleitungen, wenn du deinen eigenen nimmst, dann können wir dir leider aus technischen Gründen nur 1 anbieten. Aber das sind, glaube ich, Fälle, die das Gesetz vermutlich verbieten würde, wo die Bundesnetzagentur jetzt nochmal hingehen muss und danach regeln oder beziehungsweise Leuten auf die Mütze hauen. Genau. Routerfreiheit auch für Katzen. Das ist lange nicht alles. Das ist nur das, was mir heute Morgen spontan eingefallen ist. Und mehr passt auch gar nicht in die Zeit hier. Das ist alles ziemlich deprimierend. Und die Frage ist, was kann man tun? Man kann hoffen und man kann irgendwie dafür sorgen, zumindest für seinen Teil, dass wir nicht nochmal so eine große Koalition kriegen. Die Frage ist, bringt das dann was? Also mein Optimismus ist irgendwie leicht begrenzt. Aber auf jeden Fall braucht man einen langen Atem. Und wir haben bei manchen Sachen eben gesehen, zum Beispiel wie bei der Störerhaftung oder zum Beispiel wie bei der Endgerätefreiheit, dass es sich lohnt, immer wieder nachzunerven und irgendwie hinzugehen, zu sagen, das klappt so nicht, das klappt so nicht. Die ganzen Sachen funktionieren gerade bei diesen ganzen Überwachungsgesetzen nicht so gut, weil man immer mit dem Terrorargument kommt. Und bei den Überwachungsgesetzen helfen derzeit tatsächlich nur Gerichte, was wir gerade bei der Vorratsdatenspeicherung sehen und wo die Hoffnung ist, dass es auch noch so weitergeht. Aber man kann trotzdem nichts anderes tun, als dazu aufzurufen, eben nicht komplett zu resignieren und trotzdem weiterzumachen, trotzdem weiter zu nerven und Möglichkeiten zu finden, gegen diese Gesetze vorzugehen, sowohl im juristischen als auch im aktivistischen als auch im technischen Sinn. Und eine Möglichkeit, das ist jetzt der Werbeblock, der ganz versteckt zum Ende der Präsentation, ist am Samstag demonstrieren gehen. Es wird nämlich auf der großen Demo in Hamburg einen überwachungskritischen Block oder LKW oder irgendwie sowas dazwischen geben und ihr dürft euch gerne anschließen, falls ihr sowieso zufälligerweise in Hamburg seid. Oder ihr könnt euren Bekannten davon erzählen, die zufälligerweise in Hamburg sind und eben am Samstag um 11 Uhr zum Deichtorplatz in Hamburg kommen. Und damit vielen Dank. Ja, vielen Dank. Das war jetzt also der kurze Jahresrückblick. Den längeren gibt es dann wahrscheinlich auf netzpolitik.org in den letzten 4 Jahren. In 3 Wochen oder in 2 Wochen gibt es ihn da zu lesen. Ja, wenn man sich nicht jeden einzelnen Artikel nochmal durchlesen möchte. Ja. Habt ihr Fragen an Anna dazu? Dann ist jetzt ein guter... Da hinten. Eine Sekunde. Doch, sonst bist du nicht im Stream. Haben die deutsche Regierung eine Definition für das Wort Terrorismus, eine offizielle? Das ist eine gute Frage, keine Ahnung. Sie haben auf jeden Fall keine Definition für das Wort Gefährder und um Gefährder dreht sich ja ganz viel. Also Gefährder sind ja die Menschen, die potenziell Terrorismus machen. Ich weiß nicht, ob die deutsche Regierung eine Definition von Terrorismus hat, die in irgendeiner Art und Weise wirklich so mehr oder weniger gesetzlich festgeschrieben ist. Weiß das jemand? Ja, das ist die Bildung das ist aber nur die Bildung terroristischer Vereinigungen, also 129a, aber da steht ja auch nur terroristische Vereinigungen drin. Also schwere staatsgefährdende Straftaten und so, also Bestand der Bundesrepublik und sowas, aber das kriegt man ja auch im Zweifelsfall anders hin als mit Terrorismus.